im Mai und im Juni haben wir sehr viel Neuschnee gehabt, haben teilweise sehr viel Schnee räumen müssen. Da haben die speziellen Baumeister und die Abbruchfirmen sehr viel mitgemacht auch. Im Juli und im August und auch im September, muss man sagen, hat das Wetter dann absolut mitgespielt für die Höhe. Es war sehr gut. Wir haben sehr viel schönes Wetter gehabt, wie eigentlich in ganz Österreich. Und das haben wir natürlich genutzt, um die Zeit, die wir im Mai und im Juni verloren haben, dann wieder aufzuholen. Wir haben am 23. September den ersten Teil vom Selbstbedienungsbereich aufgesperrt. Wir sind natürlich alle sehr glücklich, dass wir jetzt endlich Leute einlassen können und die Handwerker haben wirklich tolle Arbeit geleistet. Jetzt im letzten Viertel der Baustelle sind natürlich jetzt sehr viele Innenarbeiten zu machen. Die Elektriker, die Tischler, die Installateure, alle haben ganze Massen an Arbeit noch zu erledigen und man sieht einfach jeden Tag und jede Woche, wie viel jetzt weitergeht. Wir sind guter Dinge, dass wir dann Ende Oktober das gesamte Fernerhaus in Betrieb nehmen können.